Das muss aber reichen für die Hochverstopfung. Grüß euch. Ja, Marie. Frau Hofer, grüß Gott. Ich soll Ihnen vom Herrn 80er ausrichten, dass der schon mal vorgegangen ist in die Akademie. Er muss noch was regeln. Okay. In der Musikakademie findet heute eine außerordentliche Lehrkörperversammlung statt. Eine außerordentliche? Und was machst du da dabei? Ich vertrete die Gemeinde. Wieso das? Kann ich da nicht sagen. Dienstgeheimnis. Hast du auch schon damit an? Geht das bei der Versammlung zufällig um einen 80er? Ich darf leider nichts sagen. Der 80er wird doch nichts angestellt haben. Ich darf nichts sagen. Ach, Herr 80er, hätten Sie einen Moment Zeit, bitte? Später, Frau Kandauer, bitte. Was unterschreiben? Später. Oh Gott. Ich darf nichts sagen. Herr Frau Ortmann, sonst wissen Sie zufällig, was dem Herrn 80er unterstellt wird? Unterstellt? Ja, in der Musikakademie. Nein, Herr 80er bat mich nur, die Ausgaben der Musikakademie zu checken. Ich soll ein Gutachten erstellen. Ein Gutachten gleich? Ein Gutachten für was? Dass alles seine Richtigkeit hat. Warum? Unterstellt man ihm noch was anderes? Scheint so. Und wer macht es? Ich soll für einen Herrn 80er heute Morgen einen Dr. Kranz erreichen. Ich hab's die ganze Zeit probieren müssen. Nix. Ist der Dr. Kranz von der Musikakademie? Ja, der gibt dort Klavierunterricht. Und? Was und? Unterstellt der Kranz dem 80er was? Ich darf nix sagen. Moment einmal, Kranz. Der Name ist heute gefallen bei dem Telefonat zwischen einem 80er und seinem Rechtsanwalt. Also doch. Marie, jetzt ruck raus. Was unterstellt der Kranz dem 80er? Jetzt ist es eh schon wurscht. Also, der Kranz unterstellt dem 80er, dass er Zuschüsse von der Stadt veruntreut hat. Na. Das ist ein Wahnsinn. Kripo-Hosenheim-Apparat Stockel, grüß Gott. Na. Wir kommen. Der Kranz ist tot. Ui. Ja, der scheint seinen jetzigen Aufenthaltsort schon geahnt zu haben. Gibt's hier irgendwo Licht? Eigentlich? Nichts verändern, Michi. Wir haben bis bei der Firma. Licht, Schalter. Jawohl. Und es wart Licht. Ja. Na dann. Der Kranz ist immer schon gegen den 80er gewesen. Der hat ihm das Leben schwer gemacht, wo er nur konnte. Was machen Sie denn da? Nix. Grüß Gott, Frau Grandauer. Frau Grandauer macht hier die Buchhaltung. Sag Ihnen was, ich will jetzt erst einmal nicht dampfen müssen. Ich bin noch ganz fertig von dem Ganzen. Na, ich glaub's. Ach, dann haben Sie den Toten gefunden? Nein, der Herr 80er. Ach, haben Sie ihn davor auch schon gesehen? Ja, der ist mir da auf dem Gang begegnet. Ich hätte eine Unterschrift von ihm gebraucht, aber er hat keine Zeit gehabt. Und wie wirkte er da auf Sie? Mei. Mei? Ja, ein bisschen durch den Wind war er schon. Das ist aber auch kein Wunder, bei den schlimmen Vorwürfen, die ihm gemacht werden. Die Vitrine ist alarmgesichert. Mhm. Sie haben einen Schlüssel gefunden. Ja. Danke, Frau Doktor. Du, das ist ein altes Astronomiebuch. Mhm. Du, das ist voll wertvoll. Soll ich Aussagen aufnehmen gehen? Ja, das machst du. Ja.
Ach, Frau Hofer. Was für ein Tag. Schrecklich, ja. Wir hätten es ja nie für möglich gehalten, dass hier da... Entschuldigung, darf ich vorstellen, Frau Heining Spät. Ich bin die Verwaltungsdirektorin. Sven Hansen, Kripo Rosenheim. Jetzt erzählen Sie doch mal bitte, wie Sie den Toten gefunden haben. Tja, ich ging zum Büro von Herrn Kranz. Warum? Ja, ich wollte mit ihm reden, unter vier Augen, also vor der Sitzung. Ja, gerade als ich das Büro betreten wollte, kam mir ein maskierter Mann entgegen. Gestürmt, stieß mich zur Seite und flüchtete. Ein maskierter Mann? Ja, es klingt wie eine Räuberpistole, ich weiß, aber es war so, Herr Hansen. Trug eine schwarze Skimaske oder so etwas. War überhaupt ganz in schwarz gekleidet, ca. 1,75 bis 1,80 groß, schlank. Interessant. Wo waren Sie zu der Zeit? In meinem Büro. Allein? Ich habe mich auf die Sitzung vorbereitet. Gab es ein Handgemenge zwischen Ihnen und der maskierten Person? Handgemenge? Mein Gott, der stieß mich zur Seite. Es gab also keinen Kontakt mit Ihrer Kleidung? Ich weiß nicht. Mag sein, mag nicht sein. Kann ich Ihre Jacke haben? Meine Jacke? Wegen möglicher Faserspuren, ja. Jetzt? Jetzt. Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Ja. Wurde schon etwas gefunden, was es zahlbar verdienen könnte? Nein. Mhm. Nach dem Kampf sieht es hier eigentlich nicht gut aus. Hat er noch eine andere Stellverletzung? Mhm. Wie lange ist er schon tot? Maximal 3 Stunden. Okay, jetzt haben wir kurz vor 3. Um 14.30 Uhr ist er gefunden worden. Das heißt, er könnte zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr ermordet worden sein. Richtig. So. Das ist die Jacke von Herrn 80er. Das Labor soll sich auf mögliche Faserspuren untersuchen, ja? Die Hessige, was machen Sie da? Ich bin hier der Dirigent. Der Dirigent? Ja. Frau Hofer hat mir erzählt, dass Herr Kranz ständig gegen Herrn 80er opponiert hat. Ja. Warum das denn? Weil er ihn nicht anerkannt. Das ist ein Sachfremder und dazu noch Polizist. Vorsitzender der Musikakademie geworden ist. Das wollte er nicht akzeptieren. Auch die heutige Sitzung haben wir Herrn Kranz zu verdanken. Es ging um die Fördergelder der Stadt. Richtig. Herr Kranz bezichtigte Herrn 80er der Unterschlagung. Wie stehen Sie zu dem Vorwurf? So wie ich Herrn Kranz gegenüber gestanden bin. Skeptisch. Dann danke ich Ihnen erstmal. Ja, Entschuldigung. Ja, Moll. Michi, Christi, ich bin's, Stockel. Sag mal, gibt's schon was Neues? Mein Stockel, bitte, du hältst den ganzen Betrieb auf. Sag einmal, jetzt blast dich nicht so auf und erzähl. Da ist nichts zum Verzeihen. Muss weitermachen. Fertig. Das war geschafft, Luber. Wie ist der jetzt? Und? Und, gibt's was Neues? Nicht wirklich. Was ist das? Der Akt enthält die Vorgänge der Musikakademie mit der Stadt Rosenheim. Korrespondenzen, Terminvereinbarungen, Zahlungsverkehr und so weiter. Würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Kennst du den Namen? Na, freilich, weil Sie sind. Wann hat der 80er eigentlich das Präsidium verlassen? Er hat gesagt, um 2:30. 15 Minuten bis zur Musikakademie. Die Tag muss zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr geschehen sein. Dann passt er ins Zeitfenster. Richtig. So, ich habe jetzt alle benannt. Folgendes: 3 von den Anwesenden waren in ihren Büros. 4 von ihnen haben unterrichtet. Und 2 davon sind erst erschienen, wie der Herr 80er die Leiche entdeckt gehabt hat. Und gesehen hat keiner was. Na prima. Wo ist der 80er eigentlich? Eben war er noch hier. Ja, ich war einfach so. Ja. Gibt's was Neues? Nein. 80er. Der 80er! Nicht jetzt! Ist aber wichtig! Der 80er und Sie haben also den Toten gefunden? Ja. Schrecklich. Ah, da. Was ist denn die Todesursache? Erschlagen, denke ich. Hat eine Wunde am Kopf. Furchtbar. Da. Was ist denn eigentlich Ihr Jackett? Das musste ich abgeben. Abgeben? Seien Sie vielleicht verdächtig? Warum? Wegen den Anschuldigungen vom Kranz? Wo haben Sie denn das schon wieder her? Da. Und? Was und? Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Was ist mit Herrn 80er?
Kein Kommentar. Frau Stockel, gehen Sie bitte raus. Ja, wir sind noch nicht durch. Frau Stockel. Und? Nix. Der Hans, der macht sie bloß wichtig. Ja. Aber wissen Sie was? Der hat sein Jackett abgemessen. Der 80er? Ja. Bitte, setzen Sie sich. Also wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich das Gespräch lieber in meinem Büro führen. Warum? Naja, hier sind Sie der Chef, bei mir ich. Psychologie, verstehe. Herr Bartmann, denken Sie, dass der 80er zu sowas fähig ist, Herr Stockel? Das gibt wieder Tratsch ohne Ende. Frau Grandauer, der mal wieder ein bisschen frische Luft schnappen. Ich warte bloß auf meinen Freund. Aha. Herbert Glasser, Buchhändler? Ja, ja. Jetzt hab ich glaubt, sie haben aufgehört mit Rauchen. Obi, ja. Das ist jetzt halt bloß eine mordsmäßige Ausnahme. Grüß Gott. Stell dir vor, einen Kranz haben sie erschlagen. Was? Tot? Wie? Ja, der Kranz. Nein, wenn der erschlagen hat. Das wissen wir noch nicht. Sind Sie der Herr Glasser? Ja. Was gut, Margret Rosenheim. Wie gut haben Sie den Herrn Kranz gekannt? Ich bin in seinem Astronomie-Club gewesen. Astronomie-Club? Ja, tut mir leid, da muss ich Sie bitten, mitzukommen. Wieso? Ja, weil er ihn kennt hat. Und Sie können gleich mitkommen. Na, sowieso. Ja, gehen wir. Also Herr Kranz hat Ihnen vorgeworfen, Fördergelder der Stadt unterschlagen zu haben. Ja. Also darum wäre es in der Versammlung gegangen, ja? Ja, mein Herr. Herr Kranz war mir gegenüber immer äußerst obstruktiv gewesen, aber dass er zu solchen Verleumdungen greift. Hm. Sie glauben doch nicht, dass da was dran ist. Also wir müssen der Sache nachgehen, das ist klar. Verstehe. Ich stehe also unter Verdacht. Ja, auf dieser Lehrkörperversammlung wollte ich mich diesem ungeheuren Vorwurf stellen. Hat er denn was in der Hand? Nicht, dass ich wüsste. Er muss doch irgendwas in der Hand gehabt haben. Ich habe keine Ahnung. Auf diese Unterlagen hat er normalerweise keinen Zugriff. Die stehen unter Verschluss. Wer hatte alles Zugriff? Frau Henning Spät, ich, Frau Grandauer. Wieso Frau Grandauer? Sie ist unsere Chefbuchhalterin. Also dann hat Herr Kranz die Unterlagen entweder gestohlen oder von Frau Henning Spät oder von Frau Grandauer bekommen, ja? Wenn er sie hatte, ja. Er hatte sie. Es lag auf seinem Tisch. Tatsächlich. Das ist der Freund von der Frau Grandauer, der Herbert Glaser. Der Viehhändler. Der Buchhändler. Er war mit dem Kranz in seinem Astronomie-Club und da haben wir gedacht, das kann wichtig sein. Seit wann denkst du? Jetzt pass einmal auf. Michi, ein Scherz. Ich bin gleich da. Ja, auf dem Gang in der Akademie. Da ist mein Mann begegnet, den ich nicht kannte. Beschreiben Sie ihn. Ja, etwa Mitte 60, 1,80 groß, schlank, trug eine dunkle Umhängetasche und ein dunkelbraunes Kortsakko an. Herr 80er, kommen Sie mal, schauen Sie mal bitte. Ist er das? Ja? Ja, das ist er. Na gut. Was hat jetzt der gemeint? Keine Ahnung. Wo geht's denn hin? Frische Luft. Und frische Luft, so. Sie warten da rein. Und? Sie stecken voll in den Ermittlungen, da darf ich nichts sagen. An noch was erinnere ich mich. Dieser maskierte Mann. War das denn überhaupt der Mann? Ja, also jetzt muss ich sagen, na, beschweren könnte ich das nicht. Auf jeden Fall trug auch diese Person eine dunkle Umhängetasche. Und als ich mit ihr zusammengestoßen bin... Dann gab es doch einen Kleiderkontakt. Ja, doch schon. Als ich mit ihr zusammengestoßen bin, habe ich in dieser Tasche etwas sehr Schweres, Hartes gespürt. Gut. Haben Sie noch Fragen? Nicht wirklich. Dann können Sie jetzt gehen, Herr 80er. Und du holst mir den Herrn Glaser rein. Alles recht. Herr Glaser, bitte. Ja. Wo ist denn die Frau Grandauer? In der frischen Luft. Herr Glaser.
Dann holen Sie sie bitte, ich bin drüben im Vernehmungsraum. Ja? Ach, Frau Hennig-Spät, kann ich Sie versprechen? Herr Achtziger! Bitte, was? Das tut mir sehr leid, aber das geht jetzt nicht. Ach so, Verdacht auf Zeugen beeinflussen. Tut mir leid, Frau Hennig-Spät. Nun, Sie sind Mittwoch beim Kranz drauf. Nehmen Sie das bitte. Dankeschön. Ich hätte die größte Wohnung gehabt. Und wie viele Leute seid ihr da in diesem Astronomie-Club? 12. Der Elmar, der Kranz, das war unser mathematisches Genie. Herr Musiker halt. Sie sind auf dem Gang der Akademie dem Herrn 80er begegnet. Was wollten Sie eigentlich da in der Akademie? Ja, ich mit der Rosi verabreden. Der Frau Landau? Ja, ich wollte fragen, ob sie mir ins Kino geht. Und dazu kommen Sie extra in die Akademie? Ja. Sie hätten auch telefonieren können. Habe ich aber nicht. Warum nicht? Ich wollte es persönlich sprechen. Also. Und was für einen Film wollten Sie da anschauen? Ein Sci-Fi. Ein was? Ein Science-Fiction-Film. Dieser Film, da geht es darum, dass die Sonne erlischt. Dann wird es bei uns auf der Erde total kalt, weiß. Ja. Und nachher die Sonne wird aber dunkler. Ja. Herr Hofer, die Frau Dr. Kern hat gerade angerufen. Sie hat was entdeckt. Sie soll mal zu ihr kommen. So, Frau Dr. Kern. Ja. Ja. Mei, Sie Armer. Sie tun mir so leid. Nee, Frau Hofer. So kann man Sie doch nicht behandeln. Bitte. Die tun nur ihre Pflicht. Mordverdacht. Als ob der Betrugsvorwurf nicht schon schlimm genug wäre. Die spinnen doch. Die sind verpflichtet, jedem Verdacht nachzugehen. Aber doch nicht so einem. Ich mach Schluss. Sagen Sie nicht sowas. Nein, nein. Ich meine, ich mache Feierabend. Geh heim, leg mich ins Bett. Na, das machen Sie nicht. Sie kommen mit mir. Also normalerweise liegt der Akt verschlossen in einem Stahlschrank. Und wer hat den Schlüssel? Bloß ich, die Frau Hennig-Spät und der Herr 80er. Dann haben Sie Ihren Kranz die Akte gegeben. Das natürlich nicht. Das war ja nur die Schiene. Und wo befindet sich Ihr Schlüssel? An meinem Schlüsselbund. Und den trage ich immer bei mir. Immer? Immer. Ja. Nein, nicht schon wieder. Herr 80er, wir haben es doch gleich. Vielleicht bin ich ja gar nicht mehr zeichnungsberechtigt. Und danach gehen wir ins Times Square und Sie entspannen sich bei einem schönen Glas Wein. Ja, ohne Jackett. Zum Weintrinken brauchen Sie keins. Ja, und was ist, wenn man mich hier noch braucht? Herr 80er, die Frau Hofer hat recht. Machen Sie das doch einfach. Ich weiß doch, wo Sie sind. Ich habe in der Wunde wirklich merkwürdige Sachen gefunden. Was für merkwürdige Sachen? Naja, Partikel aus wirklich seltsamen Mineralien. Kamazit, Tetratainit und Haxonit. Und die anderen Partikel konnte ich noch gar nicht identifizieren. Wieso sind die seltsam? Weil die nicht auf der Erde vorkommen. Sondern wo? Sie sind extraterrestrischen Ursprungs. Der Kranz wurde von einem Außerirdischen erschlagen. Von einem Meteoriten. Mit einem Meteoriten. Okay. Haben Sie von Frau Hennig-Spät schon die Personalien aufgenommen? Nein. Dann machen Sie das bitte jetzt im Vernehmungsraum. Ich komme dann. Ja? Servus. Hallo. Die Akte liegt normalerweise verschlossen in einem Stahlschrank. Nur Frau Grandauer, 80er und die Hennig-Spät haben Schlüssel. Frau Grandauer bestreitet aber Kranz, die Akte gegeben zu haben. Also 80er kommt wohl kaum in Frage. Wir haben nur noch die Hennig-Spät. Macht Sinn, ne? Der Herr Kranz ist übrigens von einem Meteoriten erschlagen worden. Von einem was? Von einem Meteoriten, sagt Frau Dr. Kern. Frau Grandauer, sagen Sie mal, hat der Herr Kranz Meteoriten gesammelt? Ja, in seinem Büro hat er so einen Mordstrom gehabt. In einem Glasschrank. Der war allein gesichert. Ja, weil der Meteorit, der soll nämlich angeblich 500.000 Euro wert sein. Hat mein Herberg gesagt. Ihr Freund? Ja. Oft hat der Herr Kranz die Meteoriten rausgenommen. Meistens in die Pausen, wenn er sich entspannen wollte. Da hat er dann seine Sternenorgel eingeschalten, hat er Musik aufgelegt und hat nachgeschaut. Ja, das passt auch zu dem Szenario, in dem wir ihn gefunden haben. Und der Meteorit, der hat gefehlt. 500.000 Euro, sagten Sie? Hat mein Freund gesagt. Wahnsinn.
Also das schaut doch ganz nach einem Raubmord aus. Der Kranz nimmt den Meteoriten aus der Vitrine und der Täter erschlägt ihn damit. Ja, das würde auch zu 80ers Aussage passen. Sie meinen, dass er was Hartes in der Tasche des Täters gespürt hat? Ja, wahrscheinlich der Meteorit. Ja. Frau Gandauer, Sie dürfen fein weggehen, gell? Ich bin gleich wieder da. Mhm. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Wie lange schon? 15 Jahre. 15 Jahre. Oh, nee. Frau Henning-Spät, Sie lassen sich ja nicht so aufregen. Das ist eine reine Routinefrau. Sitzen Sie einer her. So, was macht denn der Mann beruflich? Er ist Leiter am Kurt-Tucholsky-Gymnasium. Kinder? Nein. Keine Kinder. So. Das war's? Von meiner Seite schon. Der Meteorit ist vor 3 Jahren auf einem Geröllfeld in der Nähe von Salzburg niedergegangen und nachher hat ihn der Kranz aufgrund von seinen Berechnungen gefunden. Und er hat ihm auch gleich einen Namen gegeben. Nockerl 1 hat er genannt. Nockerl? Ja, von denen die Salzburger Nockerl. Eine Süßspeise, eine Art Soufflé. Ja, und der Meteorit, der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Nockerl. Und die Stadt Salzburg hat dann gleich die Herausgabe von dem Nockerl 1 eingeklagt. Kann ich verstehen. Weil der Stein ist in Sammlerkreisen 500.000 Euro wert. So schon her. Und der Herr Kranz hat den Prozess gewonnen. Ja, weil es kein irdisches Recht auf himmlische Güter gibt. Servus, Schott. Ja, servus, Marie. Ja, der Herr 80er. Aber wir hätten der Gast, Christian. Das gehört, Herr Kasper. Wir hätten gern 2 Bordeaux. Gern? Ich hätte gern vorher noch einen Schnaps getrunken. Einen Schnaps? Ja, mir hat sich heute einiges auf den Magen geschlagen. Da hätte ich was ganz Besonderes für Sie. Einen Biener Willi. Das ist ein Birnenschnaps mit Honig. Aha. Nur 32% Alkohol. Der geht sowas von samtig die Speiseröhre runter, wie eine zarte Frauenhand den Bauch hinunterstreicht. Das klingt gut. So einen nehme ich. Ich auch. Ich stelle mir heute eben eine Männerhand vor. Ja, oder so. Sie können gehen. Gehen? Eine Frage hätte ich noch. Warum haben Sie Herrn Kranz die Unterlagen über Herrn 80er gegeben? Weil er mich darum gebeten hat. Also jetzt enttäuschen Sie mich aber, Frau Henning-Spät. Laut Aussage von Frau Grandauer enthalten diese Unterlagen sensible Daten, die nur für Sie beide, Herrn 80er und das Finanzamt bestimmt sind. Also warum? Ich wollte, dass Herr Kranz sich selber davon überzeugen kann, wie unsinnig seine Anschuldigungen sind. Und haben Sie die Daten wenigstens vorher mal geprüft? Nein, mir fehlte die Zeit. Zudem vertraue ich Herrn 80er wirklich voll und ganz. Dann können Sie jetzt wirklich gehen. Bitte schon. Bitte schon. Beim nächsten Mal bitte nicht so voreilig, Herr Mohr. Wenn jemand glaubt, er sei aus dem Schneider, dann fällt die ganze Spannung von ihm ab. Und wenn man ihn dann noch was fragt, hat man ihn ganz kalt erwischt. Herr Glaser, wie sind Ihre Einkommensverhältnisse? Zurzeit bin ich arbeitslos. Der Buchladen ist pleite gegangen. Sie sind über 60. Da findet man so leicht nichts Neues mehr. Da kann sich einem schon die Frage stellen, wie bessert man in einer solchen Lage seine schmale Rente auf? Ja, wer jetzt? Was befand sich in der Plastiktasche? Schwarze Kleidung vielleicht, hm? Und eine Skimaske? Und eine Tasche für den Stein? Schmarrn. Als Astronomiekollege wussten Sie vom Wert des Steins. Und Sie hatten sich auch die nötigen Kontakte zu möglichen Abnehmern. 500.000. Einfach so aus dem All. Das ist ja ein richtiges Himmelsgeschenk, ja? Was war denn das jetzt? Was war in der Tasche? Eine Decke. Eine Decke. Ja, der Kranz hat zu unserem Treffen über einen Videobeam aus der Akademie mitgenommen. Da hat mir die Brüdeln riesengroß anschauen können, die Filme. Ein Riesenformat. Mit dem wollte ich den Sci-Fi anschauen. Mit meinem Freund. Nur mein Ausklingen. Heimlich. Der Kranz hätte kein Verständnis gehabt. Zweckentfremdung oder so, hätte er gesagt. Wo befand sich der Videobeamer? Im Geräteraum. Und der Raum war nicht abgesperrt? Nein. Doch, der Russel hat mir einen Schlüssel gegeben, deswegen habe ich es besorgt. Aber sagen Sie es bitte schon in der Matzke oder der Henning Spät. Ich will nicht, dass Russel Ärger kriegt. Das dürfte im Augenblick Ihr geringstes Problem sein, Herr Glaser. Sie sind vorläufig festgenommen wegen dringendem Tatverdacht. Wir werden Ihre Angaben überprüfen und Ihre Wohnung durchsuchen, dann sehen wir weiter. Ach, Herr Kasper, seid so gut, geben Sie mir noch ein paar durch. Und noch ein Biener, Willi. Noch einen? Zum Wein. Ach, Herr Kasper, heute pfeife ich auf Konvention. Was hat er denn? Am schweren Tag gehabt, gell?
Ach so, ja dann. Mir auch noch so einen Bauchstreichler. Gerne. Hallo. Ah, servus. Ja, hallo. 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 Das ist eine Überraschung. Ja, 80er, Sie kommen uns nicht aus. Wir wollten Sie in Ihrer schweren Stunde nicht allein lassen. Das ist aber nett von Ihnen. Danke. Die anderen können ermitteln, bis sie schwarz werden. Wir stehen voll hinter Ihnen. So, zweimal Bauchstreichler. Danke. Dankeschön. Zum Wohl. Was ist denn ein Bauchstreichler? Ganz was Feines. Also laut unserem Wirt ist ein Bauchstreichler wie die zärtliche Hand einer Frau, die einem sanft über den Bauch streicht. Oder eines Mannes. Prost. Und heute brauche ich besonders viele Streicheleinheiten. Bringst du auch einen? Also ich nehme einen. Joe? Ja? Zwei Bauchstreichler, bitte. Gerne. Herr Ortmann. Ich hab's alles versucht. Rumi, ich danke dir, bis später. Fetti. Hey, hast du Frühstück gemacht? Und du nicht aus den Federn kommst? Ah, oh, ich hab gestern zu viel Streicheleinheiten abgekriegt. Wie bitte? Erklär das später. Sag einmal, ihr habt den Glaser eingekastelt. Woher weißt du das schon wieder? Der Hansen war gestern noch im Times Square. Und, was ist denn bei der Wohnungsdurchsuchung rausgekommen? Nix. Aber er wird den Stein wohl auch nicht in der Wohnung aufbewahrt haben. Du meinst, der Glaser was? Nein. Er hat den Stein gekannt, er hat seinen Wert gekannt, er hat Kontakte zu Sammlerkreisen, er kennt im Kranz seine Gewohnheiten und er hat kein Einkommen. Das ist eine ganze Menge, die für ihn spricht, das Täter. Dann ist ja der 80er jetzt aus dem Schneider, oder? Noch nicht ganz. Der Hansen überprüft gerade die Unterlagen. Es war übrigens die Henning Späth, die dem Kranz die Unterlagen gegeben hat. Und wieso? Damit er sich ein eigenes Bild machen kann, sagt sie. Und was ist die Henning Späth eigentlich für eine? Intelligent, zielstrebig, äußerst ehrgeizig. Okay, die sind erst da hart. Wenn die so ehrgeizig ist, warum hat die sich dann nicht selber um den Vorsitz beworben? Weil es kurz vorher Verwaltungsdirektorin geworden ist. Und da hat es dann den 80er Vorschlag. Ja, genau. Der Kranz wollte es eigentlich werden, aber sie fand den 80er besser. Hat sie sich vielleicht gedacht, dass der 80er das macht, was sie sagt? Ich denke, sie wollte den Kranz ein bisschen einbremsen. Dass man mit dem 80er nicht alles machen kann, das war ja schon klar. Na, vielleicht hat sie gedacht, dass sie irgendwann von selber aufgibt und sie dann die Vorsitz übernehmen kann. Könnte sein. Nein. Das ist halt Politik. Na, danke dir. Morgen, Frau Ortmann. Sie haben mich herbestellt, ich habe es einrichten können. Um was geht's? Schön. Kommen Sie. Was ist das? Wurst, Käse, Schrippen. Für Sie habe ich Passionsfrucht, Joghurt und ein leichtes Müsli geholt. Weil ich denke, Sie sind eher der gesunde Typ. Hm? Gesunde Typ. Mich? Doch. Aber wozu das Ganze? Weil es so schön ist. Die Sonne scheint, der See, die frische Luft. Da lässt es sich doch viel besser arbeiten. Arbeiten? Was? Also... Das hier sind die belastenden Unterlagen, die Herr Kranz auf der Sitzung vorlegen wollte. Wir haben sie in seinem Büro gefunden. Vielleicht könnten Sie einen Blick drauf werfen. Sie verstehen mehr von Zahlen als ich. Bestechung also. Warum immer so negativ? Wiedergutmachung. Für was? Für alles. Wir hatten einen schlechten Start. Ich möchte das gerne korrigieren. Indem ich Ihre Arbeit mache, ja? Nein, indem ich in hübscher Art und Weise um Ihre Hilfe bitte. Dachte ich zumindest. Haben Sie auch Tee? Ja. Grüntee, schwarzen Tee, Kräutertee. Was immer Sie wollen. Sie haben mir an alles gedacht. Muss man bei Ihnen. Seidenstoffservietten. Stilvoller. Wenn man sich's leisten kann. Morgen, Frau Kandor. Herr 80er, könnten Sie das bitte schon an Herbert bringen? Herbert? Mein Freund, Herbert Glaser.
Der sitzt doch jetzt gerade ein. Mein Gott, wenn der das tatsächlich gewesen ist. Das wäre nicht zum Ausdenken. Ich hätte dann die letzten Jahre meines Lebens in der Besucherzelle von einem Gefängnis verbringen. Kopf hoch, Frau Kandauer. Das wird schon wieder. Haselnusspralinen. Die mag er recht gern. Morgen, Herr 80er. Guten Morgen, Herr Bär. Und ein Seife. Der liest ja so einen Schmarrn. Das hier ist auch eine Fälschung. Sehen Sie die Position hier? Ja. Dazu müsste hier eine Kontobewegung existieren. Tut sie aber nicht. Stimmt. Noch nie eine Controllerin bei der Arbeit gesehen? Hi, Sven. Hi. Gut schaust aus. Ja, aber auch. Bis später. Bis dann. Ciao. Herr Hansen. Herr Hansen. Ja? Mist. Moment, das haben wir gleich. Tut mir leid. Was haben Sie jetzt damit vor? Abwischen. Oder besser, Sie... Ausziehen, oder was? Also, ich kann Ihnen was leihen. Das ist kein Problem. Sachen von Frauen, die Sie hier ausgezogen haben? Nein, danke. Das braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Das ist hier ganz natürlich. Grüß Gott. Herr 80er, guten Tag. Ich gehe mal. Sind Sie Schüler bei uns? Ja. Welches Instrument? Klavier. Klavier, mein Gott, schönes Instrument. Meine Enkel spielen auch Klavier. Mittlerweile brauche ich auch gar keine Stöpsel mehr, wenn sie üben. Wie heißt das Sie? Alfred Stutzner. Sind Sie schon länger bei uns, Herr Stutzner? Erst ein Jahr. Ja, jetzt müssen wir uns erst mal nach einem neuen Klavierlehrer umschauen. Frau Hennig-Spät hat Ihnen sicherlich gesagt, dass der Kranz leider ermordet wurde. Schreckliche Sache. Naja, ich gehe dann jetzt. Wiedersehen. Wie kann ich dienen, Herr 80er? Nichts. Alles Bestes, danke. Herr Hofer, 80er hier. Folgendes, mir ist noch was eingefallen. Ja, dieser maskierte Mann, der hatte so ein nervöses Zucken am rechten Auge. Und gerade eben bin ich einem jungen Mann begegnet, der auch so ein Zucken hatte. Ja, hat sich mit Frau Henning Spät unterhalten, ist Schüler der Akademie. Sein Name Alfred Stutzner. Schau mal her. Das haben wir in der Wohnung vom Stutzner gefunden. Nuckel 1. Nicht. Ich würde sagen, ein bisschen ein paar, eine Fingerabdrücke und sonstige Spuren checken lassen. Schon der Wahnsinn. 4,5 Milliarden Jahre ist das Ding durchs All geflogen. Ich hoffe, es braucht weniger lang, um von hier ins Labor zu fliegen. 4,5 Milliarden Jahre. Oh mein. Kommst du in Verirrung, Mann, ja? Herr Stutzner, wenn Sie mir bitte folgen. Sie haben mich gehört und verstanden? Ja, ja. Auf geht's. Hans? Nockerl 1 ist gelandet, haben wir beim Stutzner gefunden in der Wohnung. Und der Stutzner ist jetzt mit dem Kabinieren im Vernehmungsraum und wird vernommen. Gut. Und der ist recht? Ja. Herr 80er, Nockerl 1. Herr Hansen, und? Wie war Ihr Frühstück? Zum Teil erfolgreich. Also die Unterlagen, die Sie belasten, waren frisiert. Na, Gott sei Dank. Aber was ich nicht verstehe, warum Herr Kranz zu solchen Mitteln greift. Was hat er denn davon gehabt? Ist doch logisch, dass das rauskommt. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich denke, ihm genügte schon die Rufschädigung. Sie wissen ja, wie das ist. Wird jemand nur lange genug mit Schmutz beworfen, bleibt immer was hängen. Vielleicht hat er darauf gesetzt. Um sich damit ins eigene Fleisch zu schneiden. Das glaube ich nicht. Was ist denn die Frau Hartmann? Zu Hause umziehen. Umziehen? Ich habe ihren Rock bekleckert. Ach. Es ist wirklich mühsam, Herr 80er. Ich versuche, so gut es geht, nett zu sein. So, wie Sie es mir befohlen haben. Aber sie macht es einem wirklich nicht leicht. Ja, so. Von leicht war auch nie die Rede. Ich habe sie zum Frühstück eingeladen, auf mein Boot. Ich habe das halbe Chiemgau nach Passionsfrüchten abgesucht, weil sie mir gesagt haben, dass sie so gerne Passionsfrüchte zum Frühstück isst.
Keine Chance. Die Frau taut nicht auf. Mit einem Frühstück allein ist es eben nicht getan. Auch nicht auf ihrem Segelboot. Ja, was soll ich denn noch machen? Also gut. Dann mal ganz unter uns. Also, ich glaube, Sie sind es nicht gewohnt. Was denn? Naja, dass sich eine Frau mal nicht gleich in ihre Arme wirft. Herrn Frau Ortmann ist eben keine von Ihren Fitnessdamen, die gleich bei Ihnen duschen will. Nein, nein, Frau Ortmann ist da schon anders kaliber. Also, nehmen Sie die Herausforderung an. Kämpfen Sie um Ihre Sympathie. Wow, Sie nehmen den Mund ja ganz schön voll. Ich bin Ihr Chef. Tja, hier hat sich in der Zwischenzeit auch was getan. So wie es ausschaut, habe ich den maskierten Täter identifizieren können. Ich weiß, Herr Hofer hat mich angerufen. Wird schon, wird schon, wird schon. Gern geschehen übrigens. Okay, geht's gut. Nehmen Sie mal Ihren Hut ab, Herr Stutzner. Ich würde mal sagen, Sie haben den Herrn Kranz aus purer Habgier ermordet. Nein, habe ich nicht. Wie kommt da der Meteorit in Ihren Besitz? Als ich ins Büro kam, da lag der Herr Kranz schon da. Ja genau, der hat sich selber hingelegt, damit Sie ungestört die Meteoriten klauen können. Geht's doch, Blöder! Ich habe ihm nichts getan, der war schon tot. Und bei der Maskerade? Ich wollte nicht erkannt werden beim Diebstahl. Herr Kommissar, ich hab's nicht gemacht, wirklich, war's einfach nicht. Ich wollte nur den Stein stehlen. Herr Stutzner, wie alt sind Sie jetzt? 19. Voll strafmündig also. Doch Sie warten mindestens 10 Jahre Gefängnis. Wenn nicht 20. Ich war's nicht. Ja? Ich sollte den Stein nur holen. Sollte? Für wen? Für wen, Herr Stutzner? Der Wahnsinn. Gibt's doch nicht. Schnuckel, jetzt steht er früh. Wir haben sämtliche Fingerabdrücke von allen Verdächtigen genommen und mit denen auf dem Meteoriten verglichen. Und was glaubst, welche außer denen vom Kranz nur drauf waren? Hallo, Schnuckel. Michi, im Chiemgau soll 500 vor Christus ein Komet runtergegangen sein. Der ist in der Luft explodiert und die Trümmer hat's voll aufs Chiemgau runtergeregnet. Als größter Krater wird der Tüttensee bei Grabenstedt angesehen. Der Tüttensee? Da war ich schon beim Bauen. Stuckel, musst dich nicht aufregen. Das ist 2500 Jahre her. Ja, aber weil die meisten Astronomen mittlerweile darin übereinstimmen, dass die Gefahr aus dem All bislang unterschätzt wurde. Da steht's. So hat der Astronom David Rabinowitz innerhalb von nur 2 Jahren mehr als 40 hausgroße Felsklötze in erdnahen Umlaufbahnen aufgespürt. 40 hausgroße Felsklötze. Steht da. Stuckel, hilft alles nichts. Du musst jetzt immer schön nach oben schauen, wenn du rausgehst. Musst aufpassen. Du, unsere zwei, die sind schon im Verhörraum jetzt, oder wie? Ja. Ich hab gehört, die Frau Henning Späth wird gerade vernommen. Ja. Oh Gott, doch nicht die Henning Späth. Ach ja. Du. Herr Stutzner erzählte uns, Sie hätten ihn in seiner Wohnung aufgesucht und ihn angefleht, den Meteoriten aus Kranz' Büro zu holen. Das ist gelungen. Wieso sollte ich das tun? Weil Sie den Herrn Kranz damit erschlagen haben. In Panik haben Sie sein Büro verlassen und dann ist Ihnen eingefallen, dass Sie blöderweise das Tatwerkzeug mit Ihren Fingerabdrücken drauf im Büro vergessen gehabt haben. So ein Unsinn. Aber Sie trauten sich nicht zurück, hatten Angst gesehen zu werden. Herr Stutzner sollte das für Sie erledigen. Was er auch gemacht hat. Er hat sein Quant und die Skimaske in eine Tasche gepackt, hat sich dann auf der Toilette in der Akademie umgezogen und dann den Stein aus dem Büro von Herrn Kranz geholt. Das alles tat er aus Liebe. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm. Ihm haben sie gesagt, dass es ein bedauerlicher Unfall gewesen wäre. Naja, der Junge ist gerade mal 19 Jahre alt. Endlich konnte er seiner großen Liebe beweisen, was alles in ihm steckt. Der junge Mann träumt. Ich habe weder ein Verhältnis mit ihm, noch habe ich ihn um diesen Liebesdienst gebeten. Ihr habt gehört, Sie verdächtigen Frau Henning Späth? Ja. Frau Henning Späth, auf dem Stein befanden sich nur Ihre Fingerabdrücke und die von Herrn Kranz, sonst keine. Das kann nicht sein. Wieso sollten meine Fingerabdrücke auf dem Stein sein? Weil Sie, und damit wiederhole ich mich, mit dem Meteoriten den Herrn Kranz erschlagen haben. Und was ist mit denen vom Herrn Stutzner?
Der war schlauer wie Sie. Der hat Handschuhe angehabt. Wozu das Ganze? Weil Sie die Unterlagen gefälscht haben? Ich habe sie Herrn Kranz gegeben, damit der 80er damit belastet. Aber er hat mich durchschaut. Und er wollte mein Spiel bei der Lehrkörperversammlung aufdecken. Und dann wären Sie am Pranger gestanden und Kranz hätte eine Chance auf den Vorsitz gehabt. Ja. Ich habe einfach die Nerven verloren. Warum wollten Sie einen 80er weghaben? Damit Sie den Vorsitz bekommen? Ja. Sie haben damals dem Herrn 80er zu seinem Posten verholfen. Sie konnten es ja nicht machen, Sie waren ja dort frisch gebackene Verwaltungsdirektorin. Ja, aber der Herr 80er war nur ein Platzhalter für Sie. Sie haben damit gerechnet, dass er ziemlich bald schlapp machen würde. Ein unmusikalischer Polizist. Das sollte eigentlich nicht gut gehen. Es ist aber gut gegangen. Vor allem wegen der exzellenten Reden, die Sie für mich geschrieben haben. Mich ist also gut. Frau Henning-Spitt, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten.